Warum bringen die Gefühle nichts für das, was du vorhast? Maßgeblich ist dafür nämlich relevant und zusätzlich zu verstehen, dass etwas, was du fühlst, das ist eine gewisse Bewertung, die du da dann mit walten lässt. Und alles, was du fühlst und alles, was du bewertest, das kategorierst du ein. Und da musst du herausfinden für dich, warum machst du das? Weil letztendlich eine Bewertung, die du vornimmst, die ist deine persönliche Meinung, die du jetzt gerade da walten lässt. Und alles, was da zum Tragen kommt, das spielt damit ein. Und solange du das machst, wirst du meistens auch das nicht bekommen, das, was du erwartest. Einen Zusatz musst du da einbringen und auch für dich verstehen, dass alles, was du für dich realisieren möchtest, das musst du so vorgehensweisen, von denen du ausgehst, dass sie funktionieren, auch abarbeiten. Letztendlich musst du dir eine sogenannte Marschroute festlegen, wie du von A nach B kommst. Wie du also das, was du vorhast, auch realisieren und erfüllen kannst. Und wenn du das nicht machst, weil du ganz klar sagst, ich habe keinen Spaß dran, das fühle ich nicht, das ist für mich nichts, dann wird es für dich schwer. Und das musst du für dich verstehen und akzeptieren. Und wenn du das nicht machst, dann wird das Ganze nichts. Also musst du wie, wenn du das Navigationssystem benutzt, von einem Auto als Beispiel, oder die Route eingibst, dann musst du genauso funktionieren. Weil das Auto, dieses Navigationssystem, das bringt dich auch nicht irgendwo hin, sondern die Route, die du eingestellt hast, da fährt dich dieses Fahrzeug hin. Und das musst du verstehen, dass du genauso von dir aus dich programmieren musst, damit du nicht von deiner Route, von deiner Marschrichtung abkommst. Und deswegen bringt dir nichts diese Bewertungen, diese Gefühle oder dergleichen, wenn du eine gewisse Absicht hast, die du erfüllen möchtest. Und wenn dir das zum Beispiel auch wichtig ist, dass du herausfindest, was du machen musst, damit das für dich funktional wird, und du ganz klar dahin kommst, wo du mal sein möchtest, dann prognostiziere ich jetzt schon mal für dich, dass das möglich wird, wenn wir zusammen abschätzen und abstecken, wo du jetzt augenblicklich stehst und wo du hin möchtest. Und dann werden wir zusammen da wirklich den Weg finden, den du gehen müsstest, damit das auch so ausgeführt wird, wie du es letztendlich haben willst. Und wenn es gefallen hat, was du in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, dann ist jetzt mit den Kandidaten, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht nur hören, die sollten das nicht nur sehen, sondern auch verstehen. Und darüber hinaus kannst du auf meinem YouTube-Kanal noch eine ganze Menge von weiteren interessanten, vielseitigen Videos finden, die du jetzt mal anschauen solltest, weil dadurch gehst du auf wie eine sogenannte Blume und freust dich, dass du was dazu gewonnen hast. In diesem Sinne, mach dir jetzt was draus, das Beste am besten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.